denken die Einwohner von Windeck-Dattenfeld und reiben sich verwundert die Augen, vor allem beim Lesen der auf sie zukommenden Kosten. Nein, kein Scherz, es geht um eine neue Straße, die vor 35 Jahren geplant wurde. Die sollte kommen, aber nachdem wir von der Lokalzeit vor einem Jahr berichtet haben, dass der Untergrund extrem feucht ist, nahm die Gemeinde Abstand davon. Bis jetzt. Sie alle hier sind stinksauer. Jetzt überlegt die Gemeinde doch wieder, die Straße, die mitten durch diesen und die anderen Gärten führen soll, zu bauen. Und 13 Anwohner sollen sie bezahlen. Ja, bei diesen jetzigen bekannten Preisen würde ich bei 60.000 liegen. Circa 25.000 Euro. 28.000 Euro. Ich habe zwei Grundstücke, die an der Straße liegen, lege ich circa bei 150.000 Euro. Sie wollen die Straße nicht, die vor 35 Jahren geplant worden war, um neue Baugrundstücke zu erschließen. Selbst der Bürgermeister spricht inzwischen von einem Planungsfehler. Wir haben dann im letzten Jahr die Bodenuntersuchung gemacht und dabei festgestellt, dass diese Straße, ich sag mal, 65 Euro pro Quadratmeter kostet. Das hieß, es käme eine wahnsinnige Belastung auf die Bürger zu. Und ob das natürlich auch auf die Gemeinde, das muss man dabei auch sagen. Und trotzdem überlegt die Gemeinde, die Straße hier zu bauen. Es scheint für sie immer noch billiger zu werden, denn die Anwohner haben bereits einen Teil der Kosten bezahlt und die müsste die Gemeinde zurückzahlen, wenn sie die Straße nicht baut. Da sind Kosten entstanden und ich muss das abwägen, das eine gegen das andere. Ich kann eine Gemeinde, so wie meine, die im Stärkungspakt ist, nicht noch mehr Schulden aufsatteln. Da muss ich also ganz genau sehen, wie, in welche Richtung das geht. Aber den 13 Anwohnern kann man das offenbar aufsatteln, weil es der Bebauungsplan ja so vorsieht. Über eine Änderung müsste der Rat entscheiden. Der tut sich schwer. Denn schließlich hat der Bürger in Wiereiner Land ja die Straße versprochen. Der müsste sie nicht mitbezahlen, würde sie aber gern nutzen. Ich habe im Laufe der Jahre zweimal oder mehrfach umgebaut und angebaut. Ich habe irgendwann mal Sachen abholen müssen mitten im Dorf, weil der LKW sich nicht traute, bis zu uns zu fahren. Die, denen die Gemeinde in die Tasche greift, sehen das anders. Sie halten die Straßenplanung für einen Gruß aus Schilder. Hier ist kaum Verkehr, hier erfolgen keine Anlieferungen. Und LKWs, die hier kommen, wie zum Beispiel die Müllabfuhr, die hier wöchentlich durchfährt, hat bis jetzt noch nie Probleme gehabt, Müll abzuholen. Und somit kann auch jeder andere LKW, wenn einer Möbel oder dergleichen bekommt, hier Anlieferungen machen. Also demnach ist die Straße für mich absolut überflüssig. Und um das geplante Neubaugebiet zu erschließen, würden zwei Stichstraßen von dieser Seite ausreichen. Das sieht auch der Bürgermeister so. Diese Straßen müssten dann die neuen Bauherren bezahlen, so wie das eben üblich ist. Übrigens, von den Grundstücken, die hier angeboten werden, ist noch keins verkauft. Vielleicht auch, weil das Bauen auf feuchtem Grund extrem teuer ist. Willkommen.